Fahrzeug T1 leuchten. Geschwindigkeitserhöhung. Fahrzeug Bestandserhöhung erhöht die Größe des Inventars. Ausstattungserhöhung. Ja, klar. Bauen wir uns alles. Bauen wir uns alles. Raketentriebwerk Uran-Eisenstoff-Sili. Uran? Was? Raketentriebwerk. Eisen. Sili. Uran. Ich überlege gerade, ob ich gerade auf Uran sitzen möchte. Vielleicht nicht so gerne. Da. Nordwest. Viel zu viel gleichzeitig. Buggy. Krass. Der ist ja cool. Habe ich mich reingesetzt? Nein, will ich doch gar nicht. F. Ansicht. Hinausgehen mit Rechtsklick. Alles klar. Das Ding sieht schweinegeil aus. Das fetzt auch noch. Und wo kann ich Ausstattung reinlegen? Öffnen Fahrzeugrover. Aha, hier an der Seite, alles klar. Das heißt, wir brauchen. Ah, da ist es. Oder die von hier drüben auch? Nein, keine Steckmodule. Fische sind mir jetzt bei mir. Später. Wir brauchen Sili Iridium. Sili Iridium. Ich muss das einzeln machen, ich krieg jetzt gerade einen Knoten. Sili. Ein Iridium. 3 Sili. Ein Stoff war es noch. Zeolit. Osmium dabei, keine Ahnung. Halt, ein Schwefel war irgendwo auch noch dabei. Ja, ich versuche mir mal ein paar Sachen zu merken, aber im Moment bin ich jetzt so aufgeregt. Da ist mit fotografischem Gedächtnis ja nix. Mit normalen schwierig. Achso, Superleck. Also ein Superleck brauchen wir. 2 Superleck und ein Osmium kriegen wir auch noch hin. Du warst ja gar nicht so schlimm mit dem Gedächtnis. 2 Superleck. Und nicht Osmium Zeolit mit. Wasser. Da schön. Ne. Ist immer noch fett am Bauen. Ja. Aber du hast auch gesehen, was wir gekriegt haben, ne, für so eine Fuhre mit Rakete. Ich zeig's dir nochmal. Wenn wir das Ding hier befüllen. Hätten wir jetzt keine weiteren gekriegt, dann hätte ich gesagt, machen wir so weiter. Aktueller Inventarwert sind 150, wenn die Rakete wiederkommt, ne? Wir kriegen aber, oder wir haben 17.000 Terra-Tokens gelootet über unsere Mission. Lass den hier ruhig weiterbauen, wir machen das Ding hier voll und dann können wir uns immer noch überlegen, ob wir es so weitermachen oder nicht. So. Halt. Wir haben T1 Ausstattungserhöhung und Geschwindigkeit. Das heißt, das braucht man noch und das braucht man noch. Ausstattungserhöhung, jawohl. Geschwindigkeit, Bestandserhöhung und Leuchtfeuer. Jetzt hier Kiste in Kiste. Krass. Können wir den mitnehmen für. Das da? Aber fetzt.
So, wir haben alles drin. Okay, das kann auch schon mal nicht. Kann auch springen? Nein. Gibt Schlimmeres, muss ich sagen. Fährt sich einigermaßen angenehm. Können wir jetzt irgendwo im Hang probieren? Das ist kein Hang. Gleich mal festformen. Da hier drüber? Jawohl. Oh, springt sogar ein bisschen. Jawohl. Pack. Ja. Toppen. In die Texturen. Nicht schön. Oh, fährt sich angenehm. Fährt sich angenehm. Ansicht wechseln. Oh. Nett, nett. Von draußen. F4 befreien, auch nicht schlecht. Und Rechtsklick aussteigen. Mag ich. Fahren wir in die Garage, so wie es sich gehört? Wenn es sein muss. Komme ich hier überhaupt? Oh nein. Rückwärts einparken. Halt. Das ist blöder, als man denkt, wenn man so guckt. So. Wo bin ich jetzt? Das war vielleicht eine schlechte Idee. Wie kann ich mich befreien? Ganz schlecht gerade. Ich muss mal speichern. Ich bin gleich wieder da. Ach, ganz einfach mit F4 drücken kann man sich befreien. Fetzt, alles klar. Also hier drin sollte man nicht aussteigen. Gut, da wissen wir das auch. So, aber... Inventar? Nein, wir müssen Inventar noch auskippen. Und... Dann soll es das für diese Runde auch gewesen sein. Sili... Osmium Schwefel... Sortieren. Stickstoff hat da hinten nur noch ein grünes. Da rate ich auch immer nur. Ja, das da raus. Iridium. Genetik haben wir ganz hinten hier. CV, jetzt weiß ich auch, was du mit dem Leuchtfeuer meinst. Dann siehst du überall solche Dinger da. Hinweise. Genau. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es dir gefallen hat, sehen wir uns eventuell in einer neuen, chilligen Runde Planet Crafter wieder. Bis dahin auf Wiedersehen und Tschüssikowski.